Herzlich willkommen zu einem neuen Zukunftsimpulse-Blog. Und hier will ich heute nochmal zurückschauen. Nochmal zurückschauen in das letzte Jahr 2021. Und ich habe mir eine ganz spezielle Frage für heute herausgesucht, nämlich welcher Weltrekord war für der 2021 passiert ist? Welcher Weltrekord war für dich der wichtigste? Also welcher Weltrekord war eigentlich der Weltrekord, der sozusagen richtungsweisend war? Und ich glaube, das ist eine interessante Frage, die es gibt, gab zwar ewige Jahresrückblicke in den Zeitungen und Fernsehen und Radio und so weiter, wie das eben so ist, aber die Frage nach, was war denn eigentlich wirklich dieser Weltrekord? Die wurde, jedenfalls habe ich sie nicht gelesen, vielleicht wurde sie nicht gestellt. Und deshalb möchte ich sie uns heute in unserem Zukunftsimpulse-Blog einmal stellen. Also wir steigen mal ein in die Sphäre der Weltrekorde, die 2021 gemacht wurden. Ich fange mal bei E-Motorrädern an, also Elektromotorrädern. Ja? Das Elektromotorrad hat einen Weltrekord aufgestellt, das schnellste Elektromotorrad der Welt, 456 km/h. Das mit dem Motorrad, okay, ist nicht ganz wenig und das auch ein E-Bike im Prinzip, das inzwischen schafft, Weltrekord. Minecraft, ihr kennt das Spiel, Minecraft, das Computerspiel, hat 1 Billion Aufrufe gehabt. Ja, Weltrekord. 1 Billion Aufrufe für ein Computerspiel. Jetzt gehen wir mal nicht in den Gaming-Bereich oder in den Computerspiele-Bereich, sondern in die Wirtschaft, in die Börse und zu den Unternehmen. Da hat es einen Rekord nach dem anderen gegeben, müsste man sagen, ja, im Jahr 2021. Ich nehme mal nur ein Beispiel heraus, ein typischer deutscher Mittelständler, der gerade auch auf der CES, also auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas, die größte Technologiemesse der Welt, haben die den ersten komplett fahrerlosen Traktor vorgestellt. Aber nicht der Traktor war eigentlich der Weltrekord, sondern ihr Umsatzwachstum. Die haben so viel Umsatz gemacht, wie noch nie zuvor in der Bestehen dieses Unternehmens. Die haben ihren Umsatz um 19% gesteigert auf 4,8 Milliarden Euro. Also, und diese Geschichte, die hat es in der Wirtschaft ganz, ganz oft gegeben im letzten Jahr. Übrigens haben sie nicht nur den Umsatz gesteigert, sondern sie haben auch ihren Gewinn gesteigert. Ich glaube um 127% auf 300, knapp 60 Millionen Euro und so weiter. Und was zum Schmunzeln, es wurde auch ein Weltrekord aufgestellt in Weihnachtskugeln. Also wer hat die meisten Weihnachtskugeln am Weihnachtsbaum? Sylvia Pope heißt sie, lebt in Wales, habe ich also ist natürlich jetzt kein Allgemeinwissen, ja, habe ich gerade rausgesucht. 79 Jahre, also eine rüstige Oma sozusagen in Wales, hat 1700 Weihnachtskugeln an ihrem Weihnachtsbaum. Wenn ich es richtig gelesen habe, hat sie im September schon damit angefangen, sozusagen diese Weihnachtskugeln da in den Weihnachtsbaum zu machen. Also, gut, das so zum Einstieg, was eigentlich an Weltrekorden passiert ist im letzten Jahr. Aber die Frage war ja, Sven, für dich, für den Zukunftsforscher, für den Zukunftscoach, was ist der Weltrekord eigentlich gewesen, der wichtigste war, der die Welt am meisten nach vorn bringt? Und da möchte ich auf etwas hinweisen, was in den ganzen Jahresrückblicken tatsächlich nicht vorgekommen ist. Also in keiner Zeitung, jedenfalls so wie ich es beobachtet habe, in keiner Zeitung, in keinem Fernsehsender, nirgends wurde in den Jahresrückblicken der eigentlich wichtigste Weltrekord des Jahres benannt. Es geht um einen Weltrekord in der Entwicklung von Quantencomputern. Und das muss ich euch erklären. Also über Quantencomputer habe ich an dieser Stelle auch schon das eine oder andere Mal gesprochen. Das muss ich vielleicht nicht mehr erklären. Aber ich versuche die Bedeutung dieses Weltrekordes nochmal zu erklären. Also unsere Zukunftsprognosen als wir Zukunftsforscher, wir machen Zukunftsstudien, das ist jetzt nichts Neues. Die beginnen im Augenblick ganz oft mit der Entwicklung von Quantencomputern. Warum ist das so? Das ist ganz einfach, Quantencomputer werden über die nächsten 10 Jahre die herkömmlichen Computer mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit ablösen. Warum werden sie ablösen? Weil Quantencomputer billiger werden. Und wenn sie billiger sind, dann nutzen alle Unternehmen diese billigen Quantencomputer. Und was passiert, wenn alle Unternehmen diese billigen Quantencomputer nutzen? Dann kommt das in die Welt, was Quantencomputer ganz besonders gut können, nämlich Prognosen.
Ja? Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende haben wir quasi für jede Lebenssituation, für jede Arbeitssituation immer eine Prognose. Also wie sieht die nächsten 2 Stunden aus, wie sehen die nächsten 2 Tage aus, die nächsten 2 Wochen. Und das wird die Art, wie wir arbeiten. Das wird die Art, wie Unternehmen arbeiten. Wird es verändern. Es wird alle Branchen verändern, wird unser Einkauf verändern, wird alles verändern. Und das Interessante ist, dass das jetzt kein Science-Fiction ausgedacht von irgendwelchen Zukunftsforschern ist, sondern das sagen die Hersteller dieser Quantencomputer. Also die Hersteller sagen, wir werden billiger sein 2030 als diese herkömmlichen Rechner. Und wenn das so ist, dass wir billiger sind, dann ist eben diese Nutzung dieser Quantencomputer jetzt nicht eine Sache von irgendwelchen IT-Nerds, die da mal irgendwas spielen wollen, sondern dann sagt es in den Unternehmen der Finanzchef oder die Finanzchefin, CFO, nutzt doch mal bitte dieses Quantencomputer-Ding. Ich weiß zwar nicht, wie es funktioniert, aber es ist billiger. Ja, so. Also, was passiert dann? Sie werden das tun, diese Quantencomputer, was sie am besten tun können, nämlich simulieren und Muster erkennen. Und um das richtig zu verstehen, welche Folge das ist, dafür erzähle ich immer das konkrete Beispiel. Das konkrete Beispiel von Martin Hoffmann, der war im Jahr 2017 der IT-Chef der Volkswagen-Gruppe, also der CIO von Volkswagen. Der ist damals nach Peking gegangen und hat etwas gemacht, ein Projekt gemacht, was keiner für möglich gehalten hat, nämlich der hat in Peking den Stau weggemacht. Also der hat Daten aus Taxis genommen, so Echtzeitdaten. Ja, Taxis funken ja so Daten durch die Gegend, wo fahre ich hin, wie schnell fahre ich und so weiter. Die hat er genommen, in den Quantencomputer gesteckt und der Quantencomputer errechnet daraus, ich habe vorhin über Prognose gesprochen, ja, der errechnet daraus, wie sieht die Verkehrssituation in Peking in 45 Minuten aus. Und wenn du jetzt weißt, wie es in 45 Minuten aussieht, ja, dann kannst du jetzt steuernd eingreifen. Das heißt, du schickst an jedes angeschlossene Auto 2 Kommandos. Erstens, wie schnell fährst du bitte? Zweitens, auf welche Route fährst du? Das eine schickst du da lang, da lang, da lang, da lang und so weiter. Im Endeffekt, lange Rede, kurzer Sinn, es gab im Pilotprojekt in Peking schon 2017, ja, im ersten Pilotprojekt mit einem Quantencomputer, gab es keinen Stau mehr in Peking zwischen Flughafen und Innenstadt, also da, wo das Pilotprojekt war. Und genau das passiert in jeder Branche, in jedem Unternehmen, in jedem Prozess, den wir im Jahr 2025 bis 2030 haben werden, wenn wir Quantencomputer einsetzen. Deshalb sind Quantencomputer so wichtig. Und deshalb hat ein Zukunftsforscher wie ich in Quantencomputer natürlich investiert. Also, das weißt du wahrscheinlich selbst, es gibt Zukunftsforscher, die reden nur, ja, die quatschen nur darüber, aber die ernst zu nehmen sind, die investieren natürlich auch Geld, ja, und investieren Geld in Startups und helfen Startups irgendwie dabei groß zu werden und so weiter und so fort. Ich habe 2017, damals, als das alles wirklich angefangen hat, als noch kein anderer darüber geredet hat, also jedenfalls nicht in den Zeitungen, ja, und nicht in der Öffentlichkeit, heute steht es ja in jeder Zeitung, das mit den Quantencomputern, aber damals, 2017, stand es nirgends. Und die Menschen, die über Quantencomputer geredet haben, die galten so als die Spinner. Und ich habe damals den Quantum Summit organisiert. Also das war so ein Kongress, und so, wir haben ja den Zukunftskongress, den wir jedes Jahr organisieren, und bei diesem Zukunftskongress gab es einen Quantum Summit, wo ich all die eingeladen habe, die Wissenschaftler, die Entwickler, die Gründer, die eine Rolle spielten. Ja, da war, die Google-Leute waren dabei und die IBM und die Microsoft-Leute und so weiter und so fort. Und also soll nur sagen, ich rede jetzt nicht über etwas, was ich mir gerade ausgedacht habe, sondern ich bin da schon relativ lange mit am Start und kenne mich ganz gut aus. So, und jetzt zum Weltrekord. Der Weltrekord hat nämlich genau genommen 2017, vielleicht könnte man sagen, der hat 2017 begonnen. Warum? Weil bei diesem Quantum Summit waren also diese ganzen Vertreter von IBM und Google, Microsoft, wie sie da alle heißen, und auch die D-Wave war damals das Startup, was am weitesten vorn war, und noch ein paar andere, Rigetti, andere Startups. Und dann war da ein Mann, Winfried Hensinger, ein Professor, ein hochdekorierter Wissenschaftler, der war der Chef, ist er nach wie vor, des Quantum Labs an der University of Sussex. Und der saß dabei und hörte sich das alles so an, was diese großen Firmen da sagen und so weiter. Und sagte dann irgendwann, also Leute, ich glaube, das, wie ihr Quantencomputer herstellen wollt, das wird bis zu einem gewissen Punkt gehen. Aber irgendwann geht es nicht mehr. Ihr könnt auf diese Weise keinen
universellen Quantencomputer herstellen. Aber ich habe eine Möglichkeit, wie ich einen universellen Quantencomputer herstelle. Und ich will das jetzt nicht zu theoretisch machen. Was ist der grundlegende Unterschied? Diese ganzen Google- und IBM-Leute haben eine Technologie, tolle Technologie, aber die müssen den Computer runterkühlen, damit dieser Quantencomputer wirklich funktioniert, nahe dem absoluten Kältepunkt. 0 Kelvin ist der absolute Kältepunkt, ja. Die müssen den auf 0,014 Kelvin runterkühlen. Das sind minus 273 Grad Celsius. Und das kannst du natürlich machen, wenn der Computer so groß ist wie dein Wohnzimmer. Kein Problem. Kannst du ständig runterkühlen, ja, ist okay. Aber wenn der Computer so groß sein muss wie mehrere Fußballfelder zusammen, dann ist dieses Runterkühlen, steckst du da so viel Energie rein, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht. Also es kostet wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld. So, und der sagte, der Winfried Hentzinger sagte, ich habe die erste Technologie, also ich bin der Erste in der Welt sozusagen, der eine Technologie gefunden hat, in der du diesen Quantencomputer betreiben kannst in Raumtemperatur. Und das fand ich damals natürlich spannend, 2017, ja, wir sind mit 2017, fand ich spannend, deshalb habe ich dem Winfried Hentzinger also den Kontakt gehalten und wir haben viele andere Sachen noch miteinander gemacht und am Ende habe ich ihm geholfen oder konnte erst Investor sein seines Startups, was er mit dieser Technologie gegründet hat. So, und jetzt kommt es eigentlich zum Punkt, nämlich zu diesem Weltrekord. Die Leute, die Googles und IBMs dieser Welt, die diesen gekühlten Quantencomputer haben, die liefern sich gerade einen Wettrennen, könnte man sagen. Also da liest du immer in der Zeitung, ja, Google hat jetzt 53 Qubits gemacht und die anderen, die reden über das nächste, der nächste Schritt wird irgendwie 60 Qubits sein. Also die zählen sozusagen die Anzahl der Chips quasi, die sie miteinander verschalten können. Und das ist also jetzt von 52 und von 53 auf 62, was weiß ich, das ist ein echtes Schneckenrennen, könnte man sagen. Und die anderen, die mit dieser anderen Technologie, die machen dieses Schneckenrennen nicht mit, sondern die sagen, es ist völlig unwichtig, ob man jetzt den Schritt von 53 auf 62 oder vielleicht auch auf 82 Qubits macht. Das ist völlig irrelevant, weil relevant wird dieser Quantencomputer sowieso erst, wenn du Millionen von Qubits verschränken kannst. Der Schritt von 53, was da so in der Zeitung steht, auf Millionen, das ist die Entwicklung, um die es bei der Entwicklung von Quantencomputern tatsächlich geht. Und wie macht man das, Millionen dieser Qubits sozusagen zu verschränken? Na, es geht nicht in einem Chip, sondern du brauchst dann verschiedene Module, also ganz viele Module, die du nebeneinander sozusagen hackst. Und dann ist die interessante Frage nicht, wie viele Qubits kannst du jetzt irgendwie auf einem Chip miteinander verbinden, sondern wie kann man diese Module miteinander verbinden? Und genau dafür, jetzt war es eine ewige Heranleitung sozusagen an den Weltrekord, der aus meiner Sicht der wichtigste Weltrekord des Jahres 2021 war. Es hat im Jahr 2021 einen Weltrekord gegeben in der Verbindung der Module für Quantencomputer in Raumtemperatur. Weil bis 2021 hielt diesen Weltrekord die Oxford University. Und 2021 hat derjenige, von dem ich gerade geredet habe, Winfried Hentzinger, der Leiter des Quantum Labs an der University of Sussex und der Gründer des Universal Quantum, so heißt das Startup, des Quantum, Universal Quantum Startups, der hat den neuen Weltrekord aufgestellt. Und zwar lautet der Weltrekord, also bei der Frage, wie schnell diese Module miteinander kommunizieren, geht es um zwei Dinge. Erstens um die Schnelligkeit, wie schnell kommunizieren die miteinander, und zweitens um die Frage, wie ist die Fehlerkorrektur, also wie wenig Fehler sozusagen entstehen auf dem Weg. Weltrekord, Universal Quantum, hat die Geschwindigkeit der Kommunikation zwischen diesen beiden Modulen um das 30-fache erhöht, verglichen mit dem, was vorher die University of Oxford gemacht hat. Und die Fehlerkorrekturrate hat sie von 94%, das war University of Oxford, auf 99,999995%, also 5 Neunen und dann eine 5 Prozent gesteigert. Und was bedeutet das jetzt? Was bedeutet dieser Weltrekord? Es dauert immer noch ein paar Jahre. Also wir haben noch keinen Quantencomputer, der wirklich das macht, was Quantencomputer machen sollen. Aber dieser Weltrekord bedeutet, in 5 Jahren wird es die erste
anwendbare Maschine geben, den ersten anwendbaren, echten, universellen Quantencomputer. Bis dahin gibt es ein Schneckenrennen. Bis dahin liest du wahrscheinlich in jeder Zeitung irgendwie von 53 auf 82 auf 123 oder was weiß ich was. Aber in 5 Jahren, und das ist ehrlich gesagt gar nicht so weit hin, werden die ersten Unternehmen mit Quantencomputern arbeiten. Und ehrlich gesagt, die ersten Unternehmen bauen Quantencomputer schon heute in ihre Strategien mit ein. Also, falls dich das interessiert, wahrscheinlich ist das ein Weltrekord, von dem du noch nie was gehört hast. Und ich glaube, man sollte darüber hören, weil aus meiner Sicht, aus Zukunftsforschersicht, ist es der wichtigste Weltrekord. Alles andere ist nettes Zeug, ja. Aber da geht es wirklich um die Zukunft der Welt. Naja, wenn du noch mehr davon haben willst, mehr von diesen Zukunft der Welt-Themen oder Prognosen, wie sich Technologien entwickeln, welche Rekorde, welche Entwicklungen, welche Technologieentwicklungen im letzten Jahr die ganz wichtigen waren und natürlich auch in diesem Jahr die ganz wichtigen sind, kann ich dich nur einladen in unsere Community. Wir haben eine sogenannte Future Me Community. Da sind all die Menschen versammelt sozusagen, die genau das interessiert. Ja? Und die bekommen von mir jede Woche ein neues Interview, eine neue Rede. Die können natürlich unsere Online-Kurse, die wir haben, zum eigenen Zukunftsmindset benutzen. Auch da kommt jede Woche ein Online-Kurs hinzu. Die bekommen natürlich auch diese Rede und von Winfried Hensinger, von der ich gerade geredet habe. Also all das. Und normalerweise kostet die Mitgliedschaft in dieser Future-Community 99 € im Monat. Das ist so der Standardbetrag sozusagen. Ja? Und im Augenblick, und deshalb erzähle ich das jetzt hier am Ende dieses Blogposts nochmal, im Augenblick gibt es gerade eine Aktion. Eine Aktion, den ersten Monat für 1 € zu haben. Also 1 € hat jeder, ja, also jedenfalls jeder, den sowas interessiert. Es gibt die einmalige Gelegenheit, sozusagen für 1 € einfach mal dabei zu sein, zu schnuppern, einen Schnuppermonat zu sehen, sich diesen Weltrekord anzuhören oder den Vortrag, die Präsentation zu diesem Weltrekord und zu all diesen anderen Zukunftsthemen. Naja, und wenn es dich interessiert, dann kannst du auf diese Weise natürlich auch gern dabei bleiben und dann kontinuierlich dein eigenes Zukunftsmindset aufbauen. Also, sei dabei. Ich würde mich freuen. Und ich würde mich natürlich auch darauf freuen, jeden Tag und jede Woche mit dir zusammen darüber zu reden, was eigentlich deine Themen sind, was eigentlich für dich neu ist in der Welt der Zukunft. Aber darüber reden wir beim nächsten Mal. Ich wünsche dir eine ganz große Zukunft.